Wenn der Morgennebel den Strahlen der Sonne allmählich weicht, haben die Bergbauern Johann und Gottfried die erste Tagschicht bereits hinter sich. Der Schrecken sitzt tief. Es geschah vor einigen Jahren. In der Nacht brach der Boden unter den Füßen weg und stürzte mit schrecklichem Getöse in die Tiefe. Das wiederholte sich mehrere Male, bis der Abgrund dem Hause ganz nahe war. Es ist die Stunde des Adlers, der zum Horst zurückkehrt. Und es ist die Stunde der ersten Besinnung. Nachdenken über eine Zeit, die einmal war und nicht mehr ist. Arbeit. Immer wieder Arbeit. Er tut es für sich, ist sein eigener Herr. Runzelig ist er geworden, der Hansl. Alt und runzelig und krank. Er habe keinen Magen mehr, erzählt er, und er könne nur mehr kleine Speisen zu sich nehmen. Aber jede Runzel hat ihre eigene Geschichte. Ja, jede Runzel hat ihre Geschichte. Der Schmuggel war ein einträgliches Geschäft, hier oben ganz in der Nähe zur österreichischen Grenze. In unwirtlicher Landschaft plagten sich die Männer heimlich oberhalb der Passwege. Sie kannten jeden Pfad, jeden Stein und jeden Fels. Sie wussten, wo Steinschlag Leben tötet. Sie schreckten nicht zurück vor der Gefahr, aufgegriffen und gestellt zu werden von der Grenzwache. Aber der Hunger war größer und stärker als die Angst vor Verhören und Zuchthaus. Damals, in der heimlichen Welt der Schmuggler, unter den Männern der Nacht und des Nebels, war auch der Hansl dabei. Damals, als er noch jung, gesund und stark war. Es braucht eine gute Sense, um das dürre Gras zu mähen. Die Wiesen sind steil. Es scheint, dass die Hühner Steigeisen tragen. Nicht viel weiter oben verläuft die Waldgrenze mit den hageren Bäumen. Gezwungenermaßen. Den dürren Giganten der Einsamkeit fehlt hier die Luft zum Atmen. Mit der Händekraft wird der Boden bearbeitet. Das Holz spaltet sich schwer. Vierundachtzig Jahre ist er auf dieser Welt. Auf seiner Welt, hier oben auf dem Wieserhof im obersten Pustertal. Die Kühe im Stall sind das Kapital der Existenz. Für sie schuften die Brüder im Jahreslauf. Geht es den Kühen gut, geht es Hansl und Friedel auch gut. Fenster!
Wenn der Abend dämmert und die Tagesarbeit verrichtet ist, greift Hansl nicht ungern zum Feldstecher und schaut hinüber zum Waldgürtel und hinauf zu den Berghängen. Seine Augen werden noch kleiner und funkeln leicht vor dem Eintritt der Dunkelheit. Er sieht einen Rehbock und weiter drüben anderes Rotwild. Dem Friedel, wie Gottfried, der jüngere Bruder von Hansl, gerufen wird, graust vor jedem Unwetter. Unten im Tal hört man schon die Wetterglocken läuten. Oft spürt er den Blitz ganz nahe an seinen Beinen in den Boden sausen. Seitdem zünden die Brüder bei Blitz und Donner etwas Geweihtes an. Das soll helfen, vor Unglück schützen, sagen sie. Der Glaube versetzt Berge und gibt Mut zum Weiterleben. Zwischendurch, wenn die Nacht hereinbricht und Fuchs und Marder um das Haus schleichen, spüren sie die Seele des zu Tode gekommenen Bruders, wie sie im Hause rastlos umherirrt und um Vergebung für die Sünden bittet. Eine schaurige Erinnerung wurde wach. Die Erinnerung an den Tod des Bruders, der nahe am offenen Fenster von der geballten Energie des Blitzes erschlagen wurde. Noch heute, so sind Hansl und Friedel überzeugt, habe die verstorbene Bruderseele nicht ihre Ruhe gefunden. Während draußen die Spinne ihre Arbeit verrichtet, als wolle sie mit ihrem Netz festhalten, was nicht festzuhalten ist. Der Alltag wird nicht bedroht. 1000 Jahre Gegenwart sind wie ein Tag. Trotz ihres Alters sind die Brüder kleine, bescheidene Genießer geblieben. Ist es die vom Bruder zubereitete Kost? Knödel und immer wieder Knödel zum Beispiel, beinahe schon kunstvoll geformt, auf jeden Fall geschmackvoll mit Wurst und Eiern und Brot, zuletzt gerundet und in siedendes Wasser getaucht. Oder ist es der Stumpf der handgedrehten Zigarette? Alles hat seinen Geschmack und wird zum bescheidenen Genuss. Nicht nur für den Menschen, auch für das Tier. Und wieder reißt die Erinnerung den Hansl aus den Tagträumen. Mit der Vergangenheit leben in der Einsamkeit der Gegenwart. Wie es früher war, ist es heute. Schaf, halte mich warm und ich gebe dir Obdach. Schafwolle ist gefragt.
Die Wolle kommt in die Kartatsche. Am Spinnrad wird sie zum Faden. Der alte Webstuhl ist im Gebirge nicht wegzudenken. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Das Leben hier oben am Wieserhof hat mit süßlicher Romantik nichts zu tun. Das ist rauer Alltag, Bergbauernalltag. Das ist Schufterei im Jahreslauf. Das ist Leben ohne Erwartung für die Zukunft. Die Arbeit hat immer wieder mit Gras und Heu zu tun. Und der Alltag geht weiter. Die Kühe, der Stadel, das Gras und das Heu. Und die Angst vor dem Abgrund ist neu erwacht. Diese beklemmende Angst vor dem Fall in die Tiefe. Und so gehen die Jahre dahin. Morgens aus dem Bett und in den Stall, dann das Frühstück, hinaus aufs Feld, halb Mittagen, weiterarbeiten, Mittagessen. Der Nachmittag gehört wieder der Arbeit. Sommers auf dem Feld, winters im Wald und im Haus. Und davor man einmal nicht. Ja, als der Sommer kam, jetzt. Es ist halt kalt gewesen. Auch der Friedel erinnert sich an Gewesenes. Die Zeiten sind vorbei, als winters oben auf der im Schnee versunkenen Alm das Heu aus der Hütte getragen und auf dem Schlitten zu Tal gefahren wurde. Aber auch damals wurde es, wie heute, in mühevoller, harter Arbeit gesammelt und in den regensicheren Stadel gebracht. Die Zeit der Marende ist eine willkommene Unterbrechung im Tagesrhythmus. Wurst, Speck und Käse, dazu das hart gewordene Brot, verleihen neue Kraft.
Der Herbst naht. Zeit, an den Winter zu denken. Zeit für den einsamen Hirten, die Pferde vom Berg herunterzuführen. Erstes Schneetreiben setzt ein. Zeit für die Wintereinkäufe. Friedel war unten im Tal und kehrt zum Hof zurück, der ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Zeit, an die Wintergewandung zu denken, an die warmen Hosen und an die Stille. Und in Ordnung zu bringen, was zuvor in Unordnung geraten war. Die Stube ist der Ort der Erholung und der Besinnung. Der Herrgottswinkel ein oft aufgesuchtes Eck. Der Küchenherd spendet allemal etwas Wärme. Hansel und Friedel sind nicht verwöhnt. Und mit jedem lungentiefen Zug an der Hand gedrehten Zigarette wächst die Erfahrung. Aber in der Wart ist man gut. Über Nacht hat der Schnee Haus und Hof in ein vertrautes, heiliges Weiß gehüllt. Der Winter gehört dem Nachdenken und dem Zurückblicken. Erinnerung an damals, als der Krieg hereinbrach mit wildem Geschrei, war unter den Soldaten auch der junge Hansel dabei. Der Kampf auf Leben und Tod an der Front hat seine Spuren hinterlassen. Jede Runzel von Hansel spiegelt das Leid des Krieges. Hansel sah die Karawanen der geschundenen und gefangenen Kameraden. Da gab es kein Erbarmen und auch kein Wasser und kein Brot. Schon sein Vater schoss im ersten großen Krieg um sein Leben. Irgendwo zwischen den Klüften der bleichgewaschenen Felsen der Dolomiten, dort wo der Sommer nur ein paar Wochen dauert, und die andere Zeit nicht nur ein Kampf gegen den menschlichen Feind, sondern noch mehr gegen die eiskalte Macht der Natur war. Jeden Tag beteten die 14 Kinder mit der Mutter und den Mägden und den Knechten, dass der Vater bald heimkehre, verschont von den Geschossen der todbringenden Artillerie. Auch heute kennt der Winter kein Erbarmen. Aber er hat auch seine Vorteile, die Ruhe und Besinnung heißen. Aber kein Tag vergeht ohne Arbeit. Die Kühe im Stall kennen keinen Urlaub. Der knietiefe Schnee muss dem Weg vor dem Haus weichen. Der Schneemantel schützt den Boden und lädt zum Schlaf ein. Thank you.
Hansel und Friedel haben an den kurzen Tagen und langen Nächten viel Zeit. Zeit, nachzudenken über die Zeit. Was ist schon Zeit? Eine vom Menschen erstellte Form der Einteilung des Daseins. Eine Einteilung, die mit ihm lebt und mit ihm stirbt. Hätte nicht Menschenhand eingegriffen, wäre der Hof längst in der Tiefe verschwunden. Seitdem steht das Bauernhaus ganz nahe am Abgrund, über einem trichterförmigen Krater. Der Mitterecker, der Nachbar von weiter oben, war früher bei allen im Dorf unten ein angesehener Herr. Dort unten an der Talenge, wo die Häuser an den Hängen kleben wie die Sultaninen auf dem Hefezopf. Er ließ sich und seine Frau im Zweispänner hinab ins Tal bringen. Wie ein Adeliger fuhr er bis zur Kirche vor. Jeden Sonntag eröffnete der Priester erst dann die Messe, wenn der Mitterecker ganz vorn saß. Und das dauerte oft lange, sehr lange. Denn der Mitterecker wusste, wer er war und was der Pfarrer von ihm erwartete. Und noch einmal erinnert sich Hansel zurück in der warmen Küche. Er sitzt gern auf dem beheizten Herd, denkt an die Zeit der Jägerei, als er dem Beruf des Jagdaufsehers nachging. Schon damals war er umsichtig und verschmitzt und wollte alles wissen und alles sehen. Und das will er heute noch. Oben an den Knochen der Berge zählte er an die 300 Gänse. Heute ist das Wild rar geworden. Alles die Schuld der verruchten Wilderei, sagt Hansel etwas verbittert. Allmählich zieht der Frühling vom Tal herauf zu den Bergen. Er hat es nicht eilig. Der tiefgefrorene Schnee widersteht lange Zeit beharrlich der wärmenden Kraft der Sonnenstrahlen. Aber dann ist er da, der Frühling mit dem Sonnenschein und dem neuen Lebensmut. Die Kühe werden auf die Weide getrieben. Thank you.
Hansl säubert das Feld von zu großen Steinen. Die Natur lässt sich nicht trotzen. Das nasse Gras wird zum Trocknen verteilt. Hier beginnt das neue Jahr mit dem Frühling. Überall kehrt neues Leben ein. Die Spinne geht wieder ihrer Arbeit nach. Die Ameisen bemühen sich wieder unermüdlich um die Ordnung in ihrem Staat. Des Bauern Aufmerksamkeit gehört von Neuem dem Gras und dem Heu. Der Kreis des Jahres hat sich immer gedreht. Und er dreht sich weiter. Hansl und Friedel sind Bergbauern und wollen es bleiben. Sie verkörpern noch die Urform unseres Daseins in einer gesunden Umwelt. Hier oben auf dem Wieserhof, wo sie geboren wurden, wo ihre Eltern und Geschwister lebten und wo sie sterben wollen. Schon total, ja.